Kölns Trainer Funkel und seine psychische Achterbahn zwischen Rostock und dem FC. Leidensfähigkeit ist gefragt, wo man hinschaut, am Rhein. Die Hausherren in den roten Hemden wieder mit ihrer Integrationsfigur Dirk Lottner. Der Kapitän soll Mittelpunkt und Antriebskraft im Konzept Wiederaufstieg von Funkel sein. Da haben wir Kreuz, Lottner und Bräutigam, der 38-jährige Nerven. Kein Tor, korrekt, wir fühlen mit. Nochmals diese Szene, die dem FC das zweite Heimtor im siebten Heimspiel in Folge bescheren sollte. Fünfte Minute. Hansa mit zwei Umstellungen zum tollen Erfolg gegen Kaiserslautern. Riedlewitz stark derzeit. Auf rechts gegen Song. Und am langen Pfosten hat sich Arvidsson davongeschlichen. 60 Sekunden nach dem Fast-Köln-Tor. Der Leberhaken wieder einmal für die Hausherren. Sechste Minute. Alles wie immer in Köln. Selbst gegen Hansa Rostock. Und bezeichnend, dass ein Spitzenmann wie Rigobert Song nicht deutlichst eingreift gegen Riedlewitz. Und dass der einzige Stürmer von Hansa Arvidsson vergessen wurde von Zichon. Und draußen der ironisch-sarkastische Jubel der Köln-Fans. Die Schmerzen so groß, dass sie ihre Lieblinge verhöhnten. Und Wolfgang Overath, keine Verantwortung für seinen FC, auch in der Zukunft nicht. Hansa hatte die nun völlig da niederliegenden Kölner ohne Großanstrengung locker im Griff. Song, Arvidsson und da kommt Bröll und wieder vermasseln sich die Hausherren alle selbst. 32. Minute, das Psychobild der Kölner einer ganzen Saison im Sekundenüberblick nutzt Nieser Arvidsson. Song macht Platz für Bröll. Das 50. Gegentor für den FC und wie immer bleibt nur der Hosenboden. Und selbst der Fan-Nachwuchs empört leidender Jubel für Hansa-Tore. Wir kommen alle in den Himmel, nur ihr nicht. Unser Tipp 1:6, ganz schön optimistisch. Wer soll denn das Tor schießen? Seit 10 Spielen ohne Heimsieg. Und da kommt Dirk Lottner. Ja, ja, das passt auch dazu in der 45. Minute. Das ganze Depressionsbündel des FC in einer Halbzeit wieder geschnürt. Pause. Der sportliche Konkursverwalter Funkel mit seiner Pausenpsychologie. Lottner. Scherz, ganz fleißiger FCler. Jakobsson und Lottner. Der Pfosten war es in der 45. Minute, der Anschlusstreffer in der 46. Minute und kein Jubel. Nichts bereitet mehr die wahre Freude. Auch nicht dieses prächtige Saisontor Nummer 4. Und die Fans? Hoppla, so schnell wieder Friede mit den Jungs. Riedlewitz und Lanz, zuletzt Hansas Beste, erwarten Lottners Freistoß. Und da schlittert am langen Pfosten Markus Kurt heran und schon steht es 2:2 in der 52. Minute. Und Hansa hat sich das selbst zuzuschreiben. Zu lasch und sorglos nach dem 2:0. Köln aufgebaut und die jetzt oben auf. Raffiniert reingezwirbelt, Song verpasst, nicht aber Kurt. Zwei Tore zu Hause. Da schauen die hier ungläubig und klatschen erstaunt. Seltsam bewegt. Zwei Tore. Lottner kämpfte und spielte aufopferungsvoll. Kölns Bester. Oswald raus und Kreuz mit Schmackes rein. 54. Minute. Köln auferstanden aus der psychischen Leere und sie mit. Fußball wird halt auf gleicher Ebene mit dem Kopf und nicht nur mit den Beinen gespielt. Scherz, klasse. Song, Pfosten, 55. Minute. 11 andere Köpfe in denselben Körpern beim FC Riedlewitz gegen Lottner. Starker Einsatz und dann der Blick für den sausenden Scherz. Welch ein Pass gegen Hill und Bräutigam draußen. Was war da los? Schiri Krug befragt seinen Assi und der hat's genau gesehen. Bräutigams Arm für mich mit Absicht richtigen Ball. Korrekte Entscheidung. Rot für Bräutigam. Klare Chance vereitelt und damit Hansa nur noch zu zehnt. Daniel Klevers Bundesliga-Debüt im Tor nun. Arvidsson als Feldspieler musste für ihn weichen. Balic.
Springer, wieder Flanke rechts und Tor links, das 3:2 für Köln, nachdem in der Pause alle schon den Riesendeckel auf Köln gelegt hatten. Hansa zerlegte sich selbst in seine Einzelteile, Riedlewitz und Lange nicht bei Springer. Und jetzt wich vollends die Zurückhaltung. Bald reden sie bestimmt wieder vom UEFA-Cup-Platz, die wahnsinnigen Kölner Fans. Ja, ja, Hansa auf der Verliererstraße, auch im 5. Auswärtsspiel unter Armin Fee. Und wie bitter. Fehler Klever und da steht Kurt und trifft nicht richtig zum Wohle von Kölns fleißigstem Matthias Scherz. Das 4:2 in der 90. Minute. Schlusspunkt einer irren Partie, die wieder einmal klar belegte, dass nur die mentale Stärke die Füße eindrucksvoll in Gang bringt. Köln ein Torso in der ersten Halbzeit, aufgebaut durch Hansas Selbstherrlichkeit. Scherz. Die masochistische Leidensfähigkeit der Fans belohnt. Daniel Günther, bitte. Kann dann in der zweiten Halbzeit so ein Umschwung kommen? Ja, ich habe gerade schon mal gesagt, indem man in der Kabine sitzt, sagt, wir können uns jetzt alle mal am Arsch lecken, mehr oder weniger. Wir müssen jetzt uns als Mannschaft wieder präsentieren. In der ersten Halbzeit war kein Leben in der Mannschaft und wir haben dafür gesorgt, dass wir eine gute Leistung in der zweiten Halbzeit bringen und dementsprechend hat er in der Kabine geknallt. Es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass die Leute immer noch hier hinkommen, dass wir ihnen zumindest das Gefühl geben, okay, da steht eine Mannschaft am Platz, die kämpft für den ersten FC Köln. Denkt nicht an die Zukunft, feiert nur einfach den Moment. Ganz genau. Und wir halten fest, die untote Mannschaft aus Köln kommt noch mal aus der Gruft. Sie leben noch und vielleicht haben wir tatsächlich die bösen Transparente der Fans sie ein bisschen bei der Ehre gepackt. Das waren jetzt also mal 3 Abstiegskrimis am Stück und wir gucken mal, wie sich das in der Tabelle so auswirkt. Die Tabelle untenrum erstmal die Ergebnisse der 3 Spiele, die wir gerade gesehen haben. Gladbach schlägt Nürnberg 1-0. Pauli geht trotz Selbstbewusstsein in Cottbus unter mit 0-4 und Köln, wie gesehen, 4:2 gegen Rostock. Und jetzt, wie gesagt, die Tabelle. Und da sehen wir, wer die Gewinner und wer die Verlierer sind. Köln wird insofern belohnt, dass es jetzt nur noch 6 Punkte bis zum rettenden Ufer sind. Auch nicht gerade rosig, aber immerhin. Die Verlierer Pauli und Nürnberg des Tages. Cottbus hat natürlich einen kleinen Befreiungsschlag gestartet, wobei Freiburg allerdings morgen noch spielt. Dann sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Gladbach hochgeschnellt auf Platz 12. Also noch